So, da bin ich zurück. Ich möchte schnell, ich wollte vorhin ins Protokoll aufnehmen, dass ich um 20:56 Uhr eine Pinkelpause gemacht habe. Habe jetzt bemerkt, dass jetzt 20:54 Uhr ist. Also etwas stimmt da nicht mehr. Ich behaupte es einfach mal, ich war da um ungefähr 20:50 Uhr. Zweite Pinkelpause. Habe diese Pause eingelegt. Ich habe den ersten Liter bewältigt. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Drei Bier sind eine Mahlzeit. Gegessen habe ich noch nichts, also trinke ich noch was. Das Nachschenken findet wieder transparent statt mit Leger. Müssen Sie jetzt komplett anschauen. Ich gehe davon aus, dass ich in ein, zwei Minuten weit programmieren werde. Ich werde vielleicht aus didaktischen Gründen vom Protokoll noch schnell hier 54 Uhr nachschenken. Ich werde auf den Code wechseln. Können Sie sich nochmal mit diesen wunderbaren, mit den Siegbedingungen etwas vertraut machen und sich überlegen, wie man das dann diagonal ausimplementieren würde, währenddem ich mich nun dem Nachschenken widme. Transparenz schaffen hier. Das ist schön an der Maß. Die hat fast einen Liter. Kann man dreimal 0,33 Liter Bier einfüllen. Man kann zweimal 0,5 Liter Bier einfüllen oder viermal 0,25 Dezi. So die gebräuchlichsten Maßeinheiten, wie man sie im Handel bekommt. Die nimmt alles auf und es geht schön auf. Ich habe hier technisch gesehen nicht 2 Liter Bier getrunken dann am Schluss, sondern nur 2 mal 0,99 Liter, geht in 1,98 Liter, aber ich nehme dann noch einen Schnaps, bevor ich nach Hause gehe, dann ist es auch wieder voll. Da ich eh mit diesem Leger Bier auf Easy Mode spiele, kommt es ja eigentlich gar nicht so drauf an. Aber ja, ich nähere mich da den 2 Litern an, jetzt rein vom Volumen her, vom Fassungsvermögen, von der Trinkleistung her. So. Schöne Krone hier. Und darauf müssen wir anstoßen. Zum Wohl. So, hier sieht schon recht voll aus. Ich dokumentiere das vielleicht noch fotografisch schnell, damit dann die Nachwelt auch was davon hat. Das wäre erledigt und das Nachschenken dauerte tatsächlich nur etwa 2 Minuten, 2, 3 Minuten ungefähr. Jetzt wollen wir forsch weiterarbeiten, Teil 3. Wir wollen die diagonale Siegbedingung testen. Und jetzt das Ganze könnte ein bisschen mühsam werden. Überlegen wir uns doch vielleicht, wie wir das testen möchten. Machen wir nochmal den Trivialtest. Also Test, FN Test, Diagonal, Not Win. Uhr, zweites Rülpsen. Let Sports New und dann Let Actual Board is diagonal win. Jetzt ist interessant, wo wollen wir das testen? Macht es einfach irgendwo in der Mitte mal. Player one wieder. Actual false. Kompiliert nicht. Methode existiert noch nicht. Also fn is diagonal win. Und jetzt nehmen wir row und call und den Character und gehen einmal false zurück, um das zu befriedigen. Sehr gut. So, jetzt wird das Aufbauen des Ganzen etwas schwieriger und es wäre jetzt schön, wenn wir irgendwo eine API hätten,
oder einfach so ein Vektor von Vektoren aufbauen könnten und das dann mitgeben. Aus dem Test Stream Development, ich schreibe die API, die ich gerne verwenden möchte, und schaue dann, dass ich diese API zur Verfügung stellen kann. Also für API Design ist Test Driven Development sehr gut. Ob Drink Driven oder Drink First Programming auch sinnvoll ist, können Sie dann beurteilen, wenn Sie sich diese Darbietung anschauen. So. Freude macht es auf jeden Fall, also ich möchte es nicht missen. Baut einfach mal die Fields auf. Fields gleich weg. Und jetzt mache ich da irgendwie so 7 Vektoren. Jetzt wird es aber anstrengend. Also haben wir NumPy gemacht und Zahlen. Aber ja, kam dann das Gleiche drauf an. Ich habe sogar mal ein Paper geschrieben, da, wie man 4 gewinnt interessanter machen könnte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann jetzt auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sehe 14. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Also 7 in der Breite, 6 in der Höhe. So. Okay, das wäre jetzt mein Vektor. Und soll ich irgendwie so tun, als da. Dieser Spieler da irgendetwas gewonnen hätte. Und es ist mir jetzt egal, ob da noch X herumliegen oder was auch immer, mach vielleicht hier noch als Distraktor hier ein X hin. Oh. Ich nenne es jetzt nicht schön Spieler 1 und 2, das ist Test, Unit-Test-Code, das sollte einfach gut lesbar sein und nicht wiederverwendbar. Und das Interessante, was ich jetzt brauche, ich muss irgendwie so ein. Jetzt rückt der Fallschein. Cargo, also ein Cargo-Font nicht mehr geht, dann habe ich was mit der Syntax falsch hinbekommen. Was ich jetzt möchte, Boards from Fields. Ich möchte ein Board initialisieren können anhand dieser Datenstruktur, weil die macht mir das Testen einfacher. Jetzt muss ich aber dieses blöde Board from noch implementieren. Kann ich das? Wenn ich die Fields hier übergebe als owned, dann ist es eigentlich extrem trivial. Sagt er nun hoffnungsvoll. From, das ist wieder so eine assoziierte Funktion, also nicht eine Methode. From Fields, weg of car, gibt den Board zurück. Also, er gibt den Self zurück. Weil Board Self, oder ich implementiere das Board. Kann ich nachher oben auch noch ändern, one by one. Und jetzt, weil es ein owned Ding ist, kann ich einfach hier Board Fields zurückgeben. Fantastisch, ganz einfach, gar nichts kopieren. Es wird ja die Ownership übergeben und. Ja, ich mag Rust, Sie haben es vielleicht gemerkt. Aber hier möchte ich noch mit Self arbeiten. So. Idiomatischer. Sehr gut. Und jetzt let actual gleich board is diagonal win. Jetzt muss ich aber angeben, von wo aus. Ich mache direkt einen harten Test hier von der Mitte aus. Also Row Index 0, 1, 2. Call Index 0, 1, 2, 3 auch. 2, 3, also 2, 3. Player 2 ist, glaube ich, das O. Actual True. Mach noch ein. Nein, ich möchte ihm nicht vorgreifen. Ich nehme besser noch einen Schluck, um meinen Enthusiasmus ein bisschen zu zügeln. So, schauen wir, ob wir das schaffen. Ist diagonal win. Und jetzt hier möchte ich wirklich von diesem Punkt ausgehen.
Und ich sage jetzt mal, if self-fields rc ungleich p return false. Aha, und sonst auch false. Flase. Fast wie Flasche. Ich habe noch was falsch gemacht. Ist ein Makro. Ich erinnere mich daran, dass ich mich mal mit Rust-Makros auseinandersetzen sollte. Okay, es funktioniert nicht. Ich denke zu Recht nicht. Also ich habe jetzt mal, dieses Ding ist mal falsch, oder? Also wenn hier jetzt ein anderer Stein liegen würde, wäre es schon mal nicht gut. Ja. Let mut matches gleich 1. Ich fange bei 1 an zu zählen, weil diese Bedingung ist schon erfüllt. Also dort, wo ich anfange zu prüfen, ist es bereits der richtige Stein. Jetzt aber. Jetzt muss ich eigentlich zwei Sachen prüfen. Ich mache es einfach mal. Man hat ja zwei Diagonalen. Und es gibt die fallende und die steigende. Und ich muss dann nach oben, nach unten, nach so und so prüfen. Und ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Die fallende wahrscheinlich habe ich hier. Habe die fallende gemacht. Also machen wir hier die fallende mal. Nachher mache ich einen zweiten Test mit der steigenden. Das muss dann auch funktionieren. Also wie mache ich jetzt das? Ich habe die fallende, ich muss trotzdem in zwei Richtungen prüfen. Ich gehe davon aus, dass ich von der Mitte starte. Falling to do, also rising to do, falling mache ich hier. For. Man muss jetzt das links oben prüfen. Also ich muss nach links oben gehen, das ist das Interessante. Wie kann ich das jetzt ausdrücken? Ich muss eigentlich immer eine Transformation machen von meinen Indizes. Also bei RC fange ich an, muss nach links oben. Das heißt, ich muss mal wie soll ich das nennen? Move gleich minus 1, eine Tupel. Gehen wir 1, minus 1 nach oben. Nein, Move ist ein Keyword. Step. Und dann nachher mache ich Step noch runter, plus 1, plus 1. Also eigentlich wäre das die nordwestliche Richtung. Ja, und das die südöstliche Richtung. Ich prüfe jetzt mal das. Kann ich einen klassischen For-Loop machen? Ja, ich kann For ij in. Ah, jetzt habe ich wieder einen 0. Von 0 bis exklusiv C, weil es inklusiv habe ich schon gezählt. Kann der das? Nein, mache Frachteln auf I. Mache einfach einen Loop. Überlegen wir nachher die Bedingung. Also es ist wie ein While True bei Rust, ein Loop. Also muss ich aber ein Let Mut I J gleich 0, 0 haben. Kompiliert das überhaupt? Natürlich nicht. Mut I, Mut J. Ja, so. Und 0, 0 ist übrigens ein Unsinn. Ich muss bei RC anfangen. Man muss die Transformation vorher machen. I. Ja gut, lassen wir das da. Machen wir einfach I minus gleich 1, J minus gleich 1. Also fangen wir Originalpunkt an, mache den Move. Und dann mache ich if
Cellfields IJ, also I ist die Row, J die Column, Matches plus gleich 1 und else Matches gleich 0. Könnte ich eigentlich gleich abbrechen, weil ich fange immer am richtigen Ort an, Return False. So. Und dann mache ich Break. Kann eigentlich while i größer gleich 0 und j größer gleich 0. Also lang ich noch irgendwo, ich gehe ja nach oben bis zu 0,0 zurück. Nennen wir es mal falling top left, also das oben links prüfe ich. Und dann mache ich noch hier falling bottom right. Top bottom ist das Gegenteil. Keine Ahnung, fragen Sie einen Englischlehrer, versteht sicher auch aufs Bier trinken. 21.10 Uhr, die Zeit läuft davon. Sein Zacken zulegen hier. Ah, okay. Ich fange neu an zu zählen. I kleiner als I ist noch einmal Row. Row ist die Höhe. And J kleiner als Width. Jetzt plus gleich 1. Das ist ziemlich straightforward. Diese Richtung ist straightforward. Die andere ist ein bisschen komplizierter, aber da kommen wir gleich dazu. If self fields fiddles i j. Was prüfe ich eigentlich hier? Gleich p, oder? Soll ja der eigene Spieler, der zu prüfende Spieler sein. Der Stein des zu prüfenden auf die Gewinnkondition hin, was auch immer, Spieler. Matches plus gleich 1. Okay. Ich darf nicht false returnen. Ich muss, weil es könnte in die andere Richtung gehen. Break. Genau, ein Unterbruch ist das Richtige hier. Also mache ich das. Und jetzt, wenn ich das geprüft habe, if matches gleich connect n, so, jetzt. Andererseits, wenn ich jetzt diese absteigen habe ich geprüft, ist die einfachere. Wenn das nicht klappt, muss wieder von vorne anfangen, macht die aufsteigen. Das ist jetzt eine neue Achse. Ich will ja nicht diese solche Zacken hier auswerten als Sieg. Also meine geistige Klarheit ist unglaublich heute. Ich fange mit bei 1 an, wie oben, weil dort, wo wir angefangen haben, haben wir schon 1. Ich könnte ein bisschen Musik brauchen irgendwie, aber das würde jetzt nur stören. Rising top right. Jetzt kompliziert. Let mut i j, ich kann es immer shadowen bei Rust, rc, while, jetzt ist kompliziert. I ist ja die Row und die nimmt ja, bei Rising nimmt die ja ab, größer gleich 0. Und j kleiner gleich ist die Column with. Nein, kleiner als with, exklusiv. Und dann, jetzt muss ich überlegen, das i, das ja die Row ist, nimmt beim Rising ab, weil ich gehe nach oben und ich zeichne ja von. Zum Glück habe ich schon mal programmiert, einfach noch nicht in Rust, aber das bleibt gleich. Also nimmt ab gleich und J nimmt zu, weil ich ja nach rechts gehe, ja. J ist ja die Spalte.
J gleich P, matches plus gleich 1, else break. Mhm. Und jetzt noch rising aus top right, muss jetzt bottom left. Let's Mutti. Unglaublich, dieser Humor. Jetzt das I. Was passiert mit dem I? Das I, das eigentlich die Reihe bezeichnet. Bottom left. Die Reihe wird dazugezählt. Und solange die noch kleiner als die Höhe ist. Und J. Spalte geht gegen 0. Größer gleich 0. Mache ich. Das I strebt zur Höhe, plus gleich 1, J minus gleich 1. Da habe ich alle Permutationen, minus minus, plus plus, minus plus, plus minus. If self fields, das ist immer das gleiche. P matches plus gleich. Da könnte es noch eleganter lösen, aber es geht einfach jetzt mal ums Überstehen des, der ganzen Übung. If matches gleich connect, oder kann jetzt connect n oder größer gleich, könnte auch sein. Ja. Testet. Eine Tupel draus machen, habe ich es viermal falsch gemacht. Ja, ja, genau, das ist's. Habe heute den ganzen Tag Python programmiert. Python ist ein bisschen lockerer, was so Tupelzuweisungen angeht. So, noch das vierte Mal auf 256. Oh, jetzt kommt der Barrow Checker. Kleinen Moment, ich gönne mir noch einen Schluck. Kann das sein, twice? Ah, irgendwo habe ich es nicht mutable deklariert. Es gilt nur für die jeweilige Variable. Nicht nur muti, sondern muti j. Dachte schon, soll der Borrow-Checker bei einfachen Integer werden. Die sind ja copyable und so weiter. Der Test ist durchgelaufen, unglaublich. Habe zu wenig gesoffen, glaube ich. Schauen wir, ob das andere auch gleich durchläuft. Ein bisschen anders. Fange mal hier an, wieder mit einem leeren Feld. Vielleicht noch einen Negativtest machen. Mach mal das X hier irgendwo. Dann noch ein bisschen Distraktoren mit dem O, als ich zum Beispiel Player Wonder gewinnen sollte. Und wir fangen mal jetzt hier an. Also 0, 1, 2, 3, 4. 1. Oh. Also sind Warnungen. Could not compile. Ah, ich habe es zweimal genannt. Nehmen wir einfach mal hier. Falling. Rising. Ja, also wirklich, wenn sich Ihr Arbeitgeber beschwert, dass Sie betrunken zur Arbeit kommen, ich glaube, er hat einen ziemlich schwachen Case gegen Sie. Also wirklich jetzt. Jetzt wissen Sie auch, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Solange die Tests durchlaufen, kann ich da überhaupt nichts gegen Alkoholkonsum beim Programmieren sagen. Ich habe jetzt die positiven Tests. Ich könnte jetzt noch viele weitere Tests schreiben, aber ich glaube, es ist mal Zeit für ein Commit. Git commit implemented diagonal win condition test like a boss.
erste Mal läuft alles durch. Ja gut, ich schaue dann. Hausaufgabe, schreiben Sie einen Testfall, der demonstriert, dass meine Implementierung nicht korrekt ist. Aber jetzt, wir haben die ganze Logik. Noch nicht ganz. Jetzt müssen wir noch das Game ausimplementieren. Moment. Drittes Rülpsen. Alles für die Wissenschaft. Wir machen jetzt dieses Drop Stone. Und jetzt werfen wir den Stein. Wer ohne Schuld ist, werft den ersten Stein. Und wo sage ich jetzt hier, dass alles in Ordnung ist? Ah, hier Return, okay, Outcome, nothing. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich werde jetzt die Tests nicht unnötig erweitern, aber sage einfach, ich habe den Stein gesetzt und jetzt prüfe ich. If is horizontal win, habe ich jetzt einen Reihenindex, ja, row, ein Player, Stone ist ja der Player eigentlich. Or is vertical win column. Jetzt könnte es schwer werden. Slot Index. Ja, Slot Index, dort spiele ich im Moment. Stone. Or is diagonal win Slot Index R. R. Stone, ja genau. Return OK Outcome. Win vom Player Stone. Gleich formatieren. Ups. Das könnte sogar funktionieren. Cargo Check. Nein. Not found in the scope. Aha, ich muss natürlich self. Das ist mutable geborrowed. Ja, das funktioniert. Irgendwo verwende ich die Variable i nicht. Das ist hier rechts. Ja, egal. Okay, ich habe jetzt die Brettlogik. Hoffentlich mal. Jetzt habe ich das Swap-File noch mitcommitten. Ja, gut. Also ein bisschen tolerant müssen sie sein heute Abend. Swap-File. Das ist der Nachteil, wenn man Vim offen lässt und mit Ctrl-Z im Background laufen lässt, um den Commit zu machen. Aber sie verzeihen mir das hoffentlich. Also jetzt fangen wir an zu spielen. Jetzt müssen wir die ganze... Aber es ist committed, bin ich blöd. Finished the game board logic for now. Vielleicht gibt es ja noch Bugs, die ich korrigieren muss. So, jetzt kommt der knackige Teil hier. Das Game implementieren. Let mut player gleich player. Ich fange bei player 2 an. Mach einfach mal einen Loop. Und dann sage ich if player gleich player 1, player gleich player 2. Else player gleich player 1. Also Spieler abwechslungsweise. Zug um Zug. So, und jetzt muss ich irgendwie da schauen, dass der User jetzt eingeben kann. Und ich habe bisher wirklich nur die Standard Library verwendet, aber ich möchte sie jetzt bekannt machen mit einer hochwertigen Library. Und die braucht praktisch jeden Projekt. Geh auf crates.io.
Und es gibt da diese Library Actually, I have written a library for this. You should reuse code instead of copying it or reinventing the wheel. Da haben wir einen Smart Boy, der gerne Rust programmiert und sich da sehr an die Clean Code Regeln von Uncle Bob hält, der hier smugly reinblickt. Die anderen Items erkläre ich Ihnen heute nicht. Wir wollen einfach dieses Ding hier verwenden, weil das hat hier, ich mache schnell die Dokumentation auf, im IO-Bereich die Promptline-Funktion, womit man einfach irgendwie auf einer Zeile etwas einlesen kann. Und das ist doch cargo add recht praktisch. Actually. Oh, not an edit command, ja. Cargo add actually. Wir sehen diese Library, wenn das am Installieren ist, erfreut sich allerhöchster Beliebtheit. Hat schon 8 Versionen und zum Beispiel mein GitHub-Dings, Backup-Dings hängt davon ab. Und es wird auch sehr oft runtergeladen, wie Sie hier sehen. Ja. Gut, das Schöne daran ist, ich kann dann hier prompten, let slot, muss den Typ angeben, usize prompt, use actually IO prompt line player, was auch immer. Enter a slot. Ruft einfach unwrap auf, weil wenn jetzt kein Input kommen würde, ja, es ist Rust, Sie wissen es, dann würde das Programm jetzt crashen, zurecht. Und jetzt habe ich den Slot. Jetzt mache ich mal match board.dropstone. Den Stone habe ich hier als Player. Und dann der Slot ist den Slot, den ich eingeben habe. Typ useize. Und jetzt kommt das Schöne an Enums. Ich matche das mit win. Player ist mir egal, ist eh nur der, der den Zug gemacht hat. Und dann gebe ich aus println, wenn der gewonnen hat. Player. Winner is you. Okay, return, break. Sonst, draw habe ich gar nicht, okay, draw habe ich nicht implementiert. Ja, Sie verzeihen mir das, unentschieden. Wir fühlen das Brett heute nicht, das ist mir zu blöd jetzt. Ja, davon aus, muss noch morgen auch was zu tun haben. Andernfalls gehen wir davon aus, dass wir einfach weitermachen. Nein, Moment, jetzt drop stone. Gibt ein Result zurück. Entweder ein OK. Und dann erhalte ich row, call. Nein, das ist ein Nothing. Aber da muss ich wieder ein Match machen. Also im OK-Fall Match Outcome, ein Match aufs Outcome, genau. Und im Error-Fall, das kann ich dann nach oben nehmen. Im Error-Fall muss ich dann einfach Line. Ja, geht einmal den Fehler aus. Hier habe ich jetzt Strings und es ist ja doch schon 9:30 am Abend. Sie verzeihen mir meine Schlampigkeit. Mach einfach mal Continue. Wir spielen es dann anständig durch. So, jetzt. Also, was einen richtigen Zug gemacht hat, wird geprüft, hat gewonnen. Oder sonst halt einfach passiert.
Continue wäre nicht mal nötig hier. Und wenn es einen Fehler gibt, Printline, macht er dann. Gut, der Spieler war blöd genug, etwas falsch einzugeben, der darf es nicht wiederholen. Lassen wir es sein, es ist schon spät. Und es geht einfach weiter. Jetzt musst du noch das Board ausgeben, oder? A winner is you. Das Board gebe ich immer aus. Board Render. Ja, könnte man vielleicht ein bisschen schöner noch machen. Egal. Ist das schon alles? Ja, spiele ich mal das Ganze. Geht natürlich nicht. Not found in the scope. Pub in um Outcome, ja, muss ich noch. Wird schön aussortiert, einsortiert hier. Outcome habe ich nie gebraucht. Das muss ich voll qualifizieren hier, ja. R. Okay, ich merke gerade, ich muss noch eine kleine Toilettenpause einlegen. Ich protokolliere das, wie auch immer. Zur Pinkelpause heißt die Terminologie. Melde mich gleich zurück.